Willkommen in Darmstadt, Klaus. Was waren die ausschlaggebenden Gründe für deinen Wechsel zu den Lilien? Hi, ich glaube, dass der Verein ganz gut zu mir passt oder ich ganz gut zum Verein. Und ich glaube, es ist einfach so von der Außendarstellung her so ein richtiger Arbeiterverein, der sich das alles erkämpft hat und sich den guten Ruf einfach erarbeitet hat. Und ich glaube, so in so einer ähnlichen Rolle sehe ich mich auch selbst. Und deswegen glaube ich einfach, dass es sehr gut passen kann und auch sehr gut passen wird. Du wirst gerne als harter Hund bezeichnet. Würdest du das selbst auch so unterschreiben? Es gibt solche Tage und solche, aber so von der Spielweise her auf jeden Fall eher in diese Richtung, ja. Was zeichnet dich darüber hinaus aus? Auf was für einen Spieler dürfen sich die Lilienfans freuen bei dir? Auf jeden Fall auf einen Spieler, der immer alles reinhaut, der alles gibt und der jedes Spiel gewinnen will. Ich will jetzt nicht zu große Töne spucken, indem ich sage, ich bin spielerisch irgendwie eine absolute Bereicherung. Ich glaube, ich kann da auch der Mannschaft helfen und auf jeden Fall jemand, der alles gibt. Du hast es selbst schon angesprochen, du bist ein harter Arbeiter. Passt du allein deshalb schon so gut zum Traditionsverein Darmstadt 98? Ja, ich glaube schon, auf jeden Fall. In den Spielen, die ich bis jetzt in meiner Karriere hier gehabt habe, war es immer ein harter Kampf. Es war schwierig, hier was mitzunehmen, mit den Fans im Rücken dann nochmal umso mehr. Und deswegen sehe ich mich absolut in dieser Mannschaft und kann mir vorstellen, hier eine geile Runde zu spielen. Und ähnlich wie Darmstadt 98 hast auch du dich in deiner Karriere Liga für Liga nach oben gearbeitet. Würdest du das auch so sehen? Ja, auf jeden Fall. Du kommst jetzt in eine junge Mannschaft. Willst du allein schon durch deine Erfahrung auch eine Führungsrolle direkt übernehmen? Ja, also ich bin vom Typ schon, also ich sehe mich vom Typ auf jeden Fall in so einer Rolle, aber ich glaube, das muss man sich auch erstmal erarbeiten. Man kommt neu in ein Team und ich glaube, wenn du Leistung bringst, kommst du irgendwann sowieso in diese Rolle rein von alleine und du musst dir den Respekt von den Jungs auf jeden Fall erstmal erarbeiten. Kennst du denn schon ein paar Jungs aus der Truppe? Ja, Erik Berko, mit dem habe ich zusammen gespielt, Braden Manu habe ich zusammen gespielt und natürlich von den Spielen gegeneinander kennt man den einen oder anderen, aber mit den zwei Jungs. Oh, Philipp Tietz, sorry, habe ich vergessen. Und mit den drei Jungs war ich auch ständig oder ab und zu mal im Austausch und das macht natürlich einiges leichter. Ein sehr guter Freund von dir war bis vor kurzem eine Lilie, Serdar Dursun, bestens bekannt hier in Darmstadt. Hast du dich mit ihm über Darmstadt unterhalten und was hat er dir gesagt? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich mit ihm über Darmstadt unterhalten und auch mit Ferro, mit Heuer Fernandes. Und die waren ja beide längere Zeit hier und sie haben beide nur Positives geredet. Und so wie ich jetzt auch den Eindruck bekommen habe von den Verantwortlichen, vom ganzen Drumherum. Und ich habe einfach Bock auf die Aufgabe. Mittlerweile dürfen auch endlich wieder Fans hier am Stadion sein. Am Sonntag sind es knapp 5.000 wieder. Wie groß deine Vorfreude auf die Lilienfans und auf die Atmosphäre hier am Bölle? Ja, hier ist die Atmosphäre immer eine besondere gewesen in den Spielen, die ich als Gegner hier bestritten habe. Und ich freue mich unheimlich drauf. Für mich auch persönlich ganz wichtig, dass Fans wieder ins Stadion dürfen. Das bringt uns auch irgendwo allen den Fußball zurück. Und im ersten Spiel dabei sein zu dürfen und dann direkt vor heimischer Kulisse, freue ich mich sehr. Und dein erstes Auswärtsspiel im Lilientrikot führt dann direkt wieder ins Volksparkstadion, auch ein Spiel, worauf du sicherlich heiß bist, oder? Auf jeden Fall. Hast du dir generell schon Ziele für deine Zeit hier gesetzt? Ja, in erster Linie will man natürlich gesund sein und dann so gut wie möglich mit der Mannschaft abschneiden, geile Momente haben, gute Erinnerungen und ja, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Perfekt, wir freuen uns auf dich. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön, ich mich auch.